Ja, hier sind wir, meine Kamera, genau. Das klingt doch granatenmäßig gut, sage ich jetzt mal. Und das ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn sie nennen sich Granaten, hier, die Vierertruppe. Stellt euch doch mal ganz kurz der Reihe nach vor. Ich bin die Claudia. Ich bin der David. Und die Anja. Und der Wolfgang. Sehr schön, haben wir alle durch. Und ich sage mal, herzlich willkommen bei mir im Promi-Geflüster. Ja, Premiere sowohl bei mir als auch Premiere bei Immer wieder Sonntags, wo wir uns heute befinden, oder? Ja, genau. Das ist natürlich schön, dass wir mit dir ein Interview machen dürfen. Premiere heute, Immer wieder Sonntags, das erste Mal für uns Granaten. Immer wieder schön, weil wir neue Leute kennenlernen dürfen. Sehr gerne, sehr gerne. Jetzt frage ich doch mal, wie lange gibt es denn die Granaten so schon? Das siebte Jahr gibt es uns jetzt. Das verflixte siebte Jahr, sagt man immer, gell? Sagt man ja, aber es ist es nicht. Ist es nicht. Und was habt ihr in der Zeit soweit schon erlebt? Wo ging es los? Ja, wie ging es los? 2012 haben wir uns formiert im September, da haben wir zu proben begonnen. Ende des Jahres haben wir noch unseren ersten gemeinsamen Auftritt gehabt. Anfang 2013 im Jänner haben wir ein fulminantes Erlebnis gehabt, für uns zumindest. Ja. Ja, was gibt es Schöneres als einen Fernsehauftritt gleich zu Beginn? Beim Wendy Musi spielt Winter Open Air war das. Dann weiter ist gegangen im September zum Musikantenstadl nach Thurn, damals noch mit Andy Borg. Bei dem wunderbaren Format haben wir nochmal dabei sein dürfen. Und ja, dann sind die Live-Auftritte nach der Reihe gekommen und mittlerweile dürfen wir schon unser Butterbrot sozusagen von der Musik. Jetzt gehe ich mal geschwind eins weiter. Wo seid ihr eigentlich zu Hause, wenn man so mal fragen darf? Wir sind in der grünen Steiermark zu Hause, also im Osten und im Westen. Zwei in der Oststeiermark, zwei in der Weststeiermark. Sehr gut. Graz ist die Hauptstadt, also da kann man sich so grob mal vorstellen. Ganz genau, also genau. Nach links und nach rechts ungefähr eine halbe Stunde sind wir von Graz entfernt. Und du hast hier die Gitarre sozusagen ausgesucht. Für welchen Part bist du dann so zuständig? Ja, ich bin für alle Seiteninstrumente zuständig, also im volkstümlichen Bereich eben mit dieser Akustikgitarre und im moderneren Bereich dann für die E-Gitarre. Okay, dann kommen wir jetzt nochmal da nochmal rüber. Das habt ihr gerade schon gehört, volkstümlicher Bereich oder aber auch den aktuelleren Bereich, also ihr habt alle Musikgenres sozusagen in eurem Repertoire dabei? Ja, sowieso. Man muss heutzutage sowieso alles abdecken und im Live-Programm, wenn du da vier Stunden oder was spielen musst, ist ganz klar. Und du machst sozusagen den Rhythmus und den Bass und alles? Genau, richtig. Zug, Posaune, Bariton und E-Bass. Sehr gut. So, dann kommen wir gehen nochmal in die Mitte rein. Genau. Tja, wo kann man euch überall antreffen? Wo seid ihr unterwegs? Ja, wir sind eigentlich im ganzen deutschsprachigen Raum anzutreffen. Wir kommen von Deutschland über Österreich, Schweiz, Südtirol, Kroatien, Slowenien, sind wir eigentlich überall vorhanden sozusagen. Und ja, wir freuen uns immer wieder. Am besten, man geht auf die Homepage www.granaten.at. Da sind alle aktuellen Termine, alle Infos, alle News. Da gibt es natürlich auch einen wunderbaren Granatenclub, den kann man beitreten. Dann im geringen Beitrag kriegt man immer die neuesten Informationen, die neueste CD und natürlich diverse Fanartikel um einen wunderbaren, vergünstigten Preis. Und auf den Social-Media-Plattformen seid ihr auch zugange? Genau, ich glaube, das muss man in der heutigen Zeit auch bieten. Ja. Wir sind natürlich auf Facebook, auf Instagram vertreten. Okay. Freuen wir uns natürlich über jeden Follower und über jedes Like. Sehr gut. Also, wir machen Daumen hoch. Im Gegenzug, wenn ihr uns dann auch folgt, Promi-Geflüster. Natürlich. Also gut, dann sage ich mal euch alles Gute. Hat aufgehört zu regnen. Was wollen wir mehr? Dann noch einen schönen Sonntag hier im Europapark. Schon Achterbahn gefahren? Nein, ich noch nicht. Aber die anderen ja. Oh ja, wir haben schon alles testen müssen. Alles durch schon. Okay. Bei dir, auch beim Regen gestern? Na, gestern hat es, also wie wir gekommen sind, hat es kurz geregnet, dann hat es aufgehört, dann haben wir die Attraktionen sozusagen genossen und ja, in der Nacht hat es regnen können. Genau, na, ist es wurscht. Und jetzt bei der Sendung ist auch trocken, also einen guten trockenen Auftritt hinter euch. Ganz genau. Wenn Engel reisen, wird sich das Wetter so weisen. So ist es. Deswegen sind noch zwei Männer dabei. Die sind dann fürs Unwetter zuständig, oder wie? Nein, wir sind die Engel. Ach so, okay, gut. In diesem Sinne, euch alles Gute, einen schönen Sonntag den Zuschauern sozusagen noch, aber egal, wann sie es anschauen, einen schönen Tag und eine gute Zeit. Bis bald.